Hello. Hello again. Ja, wir haben uns jetzt länger nicht gesehen, gell? Haben Sie mich vermisst? Ja. Naja, ist gar nicht so lustig. Ich war nämlich die ganze letzte Woche richtig krank. Also, ich meine, krank bin ich ja öfters. Ich meine, eigentlich ist ja immer was. Ich meine, wann ist man schon mal gesund? Aber die letzte Woche war ich richtig, richtig krank. So mit Scheißerei und mit so Sachen, die wollen Sie gar nicht wissen. Das will ich Ihnen ersparen. Das ist zu unappetitlich. Man kriegt dann so Bauchkrämpfe und dann kriegt man am allerwertesten so Schwielen wie widerlich. Widerlich, wirklich. Also. Aber heutzutage kann man sich ja wieder auf die Kirche verlassen. Sie spendet ja wieder Trost. Bei Dünches, meine ich. Weil man hat ja jetzt wieder die Gewissheit, dass alles heilbar ist. Oder haben Sie das noch nicht gehört? Haben Sie schon gehört, oder? Doch, hat man gehört. Ist bekannt, oder? Ja, ja. Ich glaube jetzt, dass alles heilbar ist. Der Herr Wagner, das ist, das habe ich gelesen, das ist der neue Weihbischof von Linz. Der hat jetzt gesagt, dass selbst die Homosexualität heilbar ist. Also, diese Krankheit. Da denke ich mir doch, Kinderspiel. Die sollten mal Scheißerei haben. Da ist doch klar, dass jeder von dieser anderen Fraktion sofort kuriert wird. Verstehen Sie? Ja, nicht so ungut als weiter, aber mal im Ernst. Wenn das jetzt wirklich heilbar sein soll. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit den neuesten Errungenschaften der Medizin. Aber ich sag mir, wenn das heilbar ist, dann ist der nächste Nobelpreis geritzt und um meine Bandscheiben muss mir dann auch kein Gedanke mehr machen. Naja. Leider kommt das für meine Frau zu spät. Ach, Gerd, ja. Dass du das nicht mehr erleben dürftest. Na gut, ich habe mich dann gestern Mittag gleich hingesetzt. Also ich habe mir den Block mit aufs Klo genommen und habe dem Herrn Weihbischof Wagner geschrieben, wie viel Trost er mir in so schwerer Zeit spendet, dass meine Hoffnungen auf ihm ruhen und dass er sich jetzt nichts einreden lassen soll von denen. Auf gar keinen Fall sollte er sich was einreden lassen. Die haben alle Unrecht, alle! Alle miteinander. Dem Rudi habe ich mal vorsichtshalber nichts davon gesagt. Ich will ihn ja nicht aufregen. Für den ist es ja auch zu spät. Ich meine, der hat es ja sowieso bald. Hinter sich. Aber, naja, vielleicht kann ja dann der Westerwelle auch geheilt werden, hm? Der Guido. Tatsache ist, ich würde es mir aber nicht gönnen. Bin ich ehrlich. Ich glaube auch nicht, dass dem noch zu helfen ist. Er soll ruhig so weitermachen wie bisher. Dann passiert nämlich nichts. Oder vielleicht wenigstens nichts. Krankheit noch. Hören Sie es. Obwohl, ich meine, eigentlich passt ja alles zusammen. Bestens zusammen. Überlegen Sie doch mal. Eine mordsmäßige Wirtschaftskrise. Ein Österreicher mit Visionen wird von einem senilen alten Deutschen ins Amt gehoben. Und die erste deutsche Soldaten, die sind auch schon wieder in Frankreich. Ja, ja.
Deutsch-Französische Brigade. Rippen, rippen, rippen. Ich kann es ja auch nicht glauben. Aber wir stehen wieder in Straßburg. Ja. Wenn wir mal ehrlich sind, was da auch Zeit. Ist doch Zeit geworden, nicht? Hm? Ja. Hm. Hm. Vielleicht sollte ich dann auf Rotwein umsteigen. Hm? Hätte ich auch weniger zu tragen. Na gut, aber das mit meiner Bandscheibe wird ja jetzt anscheinend wieder. Mir geht's schon viel besser. Ich sage Ihnen eins, bevor ich jetzt aber die Katholike auch noch rausbekomme, dass auch noch die Sexualität heilbar ist, dann wünsche ich Ihnen lieber wieder wie immer Good night and good fuck.